Oh, 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 und! Ich habe ihn voll vergeigt! Scheiße! Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, aber bevor es richtig losgeht, für alle Unentschlossenen da draußen, die sich nicht entscheiden können, welche leckere Super-Mega-Drinks von Holly sie eigentlich nehmen sollen, gibt es natürlich auch ein Probierpaket mit den leckersten Geschmäcker und natürlich auch den drei neuesten Geschmäcker. Da haben wir unter anderem Blueberry Bear, Peach Panther und natürlich Lines Lemonade. Probiert das ruhig aus. Hier unten findet ihr eure Rabattcodes, entweder Fahrlehrer für 10% oder Fahrlehrer 5 für 5 Euro Rabatt. Wow, für den Erstkauf. Alles klar. Gut. Und jetzt habt ihr es euch verdient. Zuschauerclips Nummer 21 für euch. Und da ist jede Menge geiler Punkt, Punkt, Punkt dabei. Nur für euch. Bitteschön. So ihr Lieben, let's go. Mit Struppi sind wir unterwegs. Rüberfahren! Und Struppi wurde jetzt von der Polizei geschnitten, beziehungsweise nach rechts getränkt. Hä? Ja, auch der Gegenverkehr muss 1,50 Meter Seitenabstand einhalten. War wohl ein bisschen, hat wohl nicht so ganz funktioniert. Tja, wie verhält man sich jetzt, wenn es die Polizei gemacht hat? Ja, hält man jetzt den Mund und sagt, okay, es ist die Polizei, da kann ich jetzt nicht sagen, nee. Aber nicht Struppi. Struppi nicht. Mann! Nicht mehr die können! Struppi, du bist der Geilste. So, bei uns geht's weiter mit Streitpunkt VA. Und da haben wir Folgendes. Das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte. Wir möchten jetzt hier rechts abbiegen. Haben jetzt hier Vorfahrt Gewehrenschild. Und hier ist auch nochmal so ein Lämmchen. Achtung, Fahrradfahrer. So, dann schauen wir nach rechts, fahren los. Und von hinten kommt jetzt ein LKW angedonnert. So ihr Lieben, da es hier kein Stoppschild gibt, sondern ein Vorfahrtgewehrenschild mit einer Signallampe, Achtung Fahrradfahrer, sind wir nicht verpflichtet anzuhalten. Natürlich dürfen wir dadurch jetzt auch nicht, die jetzt auf der Hauptstraße sind, ausbremsen. Aber man kann doch diese Spur, das ist jetzt auch eine Geradeausspur und diese Spur wird dann auch zur Rechtsabbiegerspur. Und der LKW möchte, glaube ich, auch gerne rechts abbiegen. Ich würde jetzt genauso wie Streib VA das handhaben, wenn ich sehe, da hinten kommt ein LKW. Ich fahre drauf. Er wird jetzt sowieso erstmal hier auf dieser Spur bleiben müssen, weil er dürfte ja eigentlich gar nicht hier rüberziehen, wie er das hier macht, über die durchgezogene Linie. Und somit würde ich ihn auch nicht abbremsen. In diesem Fall, achtet drauf, wir kommen jetzt hier drauf gefahren. Er zieht sofort rüber, gibt dann auch noch Lichthupe und tut so, als hätten wir ihn jetzt hier komplett ausgebremst. Schwierig. Schwierig. Also ich finde, Streib hat in diesem Fall nichts falsch gemacht. Er hat gesehen, okay, der LKW ist jetzt auf der Spur, alles klar, ich komme auf der Spur, wenn wir dann beide so zusammenkommen, super, dann kann er sich hinter mir dann noch einreihen, wie auch immer, ne? Ist genug Zeit, ist genug Platz, so wäre ich jetzt auch rangegangen an der ganzen Geschichte. So, bei uns geht's weiter, oh, oi, 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 und, ja natürlich, der König, liebe Freunde, und ich sage euch jetzt schon, das wird ein Video voller Könige. Und wir haben einen ganz speziellen König heute auch dabei. Aber ich will nicht zu viel verraten. So, natürlich immer wieder dasselbe. Es wird einspurig. Wir haben dann auch die Verkehrsschilder, wo drin steht 500, 200 Meter wird es einspurig. Du hast genug Zeit, dich einzuordnen. Jo, aber trotzdem schaffen es immer wieder welche, über diese Sperrfläche zu fahren. So, das hat uns jetzt Stehmann 20 eingeschickt. Könnte ja eigentlich Zufall sein. Einzelfall. Keine Ahnung. Wir bleiben bei Stehmann 20 und ihr seht es schon wieder. Es wird wieder einspurig. Achtung, 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 einspurig. Hier ist der erste Fall, der zweite Fall. Und guckt mal, ich mach mal ein bisschen leiser. Und guckt mal, wie gemütlich er jetzt hier langfährt, als wäre nichts. Und schön, jawohl, come on. Schön über die Sperrfläche, als wäre diese Fläche extra für denjenigen bestellt worden? Oder? Mit was für eine Selbstverständlichkeit. Ganz in Ruhe. Als wäre hier nix. Pam. Aus. Super. Ich muss ein bisschen drüber quatschen wegen der Musik. sonst wird mir das Video geclaimed. So.
Jetzt sind wir bei Albert Pankow und wir stehen hier an der Kreuzung in Pankow und hier ist das Rathaus Pankow, das wunderschöne. Und diese Kreuzung kenne ich nur zu gut, du kommst hier von der Krabbeallee. Hier stehe ich am Tag bestimmt 5 oder 6 Mal. Folgendes, was passiert hier? Wir haben hier Linksabbieger, die stehen hier auch schon bereit, die müssen warten auf die Fußgänger. Es gibt nur eine Linksabbiegerspur. Das Ding ist aber, hier kommen wir mit 2 Spuren an, die aber nicht mit einer Markierung getrennt sind, weil diese Spur 6 Meter breit ist. Und da, wie ihr wisst, 6 Meter breit, machen wir 3 Fahrspuren draus. 1, 2. Dafür bräuchten wir dann auch keine Fahrspurbegrenzung. Heißt also, wenn wir immer links abbiegen, bringe ich mein Fahrschirm mal bei, rechts anzukommen. So wie die hier. Die machen das auch immer. Die kommen schön rechts an. So, jetzt kommt aber Florian, der Fuchs, ja, und denkt sich, ha, und startet also sein Linksabbiegen logischerweise vom Gegenverkehr aus. So, guck mal, wie sie hier alle stehen. Da kommt er. Der Flo, ich nenne ihn jetzt einfach mal Florian. Ich kann jetzt hier ein bisschen lauter machen, die Musik ist ja aus. So, jetzt kommt der Florian und denkt sich so, ja, schön an die Idioten hier vorbei. Hahaha, winke, winke, das war's, dankeschön und genial. Rückstau, linksabbieger Rückstau, umfahren. Danke, Albert. So, wir sind mit Arno HG unterwegs. Hätte ich jetzt eine Medaille für den Fahrer des Tages oder Fahrer des... Das wäre natürlich... Das wäre eine Idee, so eine Medaille einblenden für den partnerschaftlichsten Fahrer hier in diesem Video. Das ist eine geile Idee. Da lasse ich mir mal was einfallen. Vielleicht kann ich das umsetzen. Warum ich jetzt hier so von Arno schwärme, genau das. Achtet mal hier. Tankdeckel plus Verschluss. Also ich kenne ja viele, dass die den Tankdeckel offen lassen, aber den Verschluss zumindest dran rein. Nee, nix. Alles beide offen. Und Arno, Gentleman, ohne Ende. Läuft jetzt dahin, klopft an der Scheibe und sagt, na, hallo Mäuschen, du hast vergessen, deinen Tankdeckel zuzumachen. Und Mäuschen sagt, oh, danke schön. So, dafür gibt es nochmal Applaus, mein Lieber. Jawohl. Und jetzt kommt die junge Dame, macht ja alles zu, alles dicht, bedankt sich nochmal bei Arno. Ob sie Telefonnummern ausgetauscht haben, weiß man nicht. Und weiter geht's. Oh, Arno, du wirst jetzt wahrscheinlich das Video mit deiner Frau zusammen gucken. oder mit einem Partner, wenn du einen... Nicht, dass du jetzt Ärger kriegst, Arno. Nicht, dass du dich... Das ist alles nur Witz. Ja, war ganz gut. Wie gesagt, S war jetzt nicht so prall. So, kultig. Fährt hier so schön an der Baustelle lang. Es ist nachts. Man kann nicht viel sehen. Also muss man doch echt bescheuert sein, wenn man als Fußgänger auch noch den Gegenverkehr entgegen hier durch die Dunkelheit marschiert. Am besten noch mit seinem Partner und Kinderwagen. Also das wäre, also kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand... Bist du bescheuert? Record Video. Start recording emergency video. Alter Vater, das war knapp. Wie kann man mit seinem Kinderwagen Baustelle in der Dunkelheit? Was ist mit den Leuten da draußen los? Ich habe keine Ahnung. So, Daniel. Und Daniel sagt hier, pass mal auf, Baustelle. So, wenn Baustelle, wenn wir das Schild hier haben, Baustelle wie hier. Baustelle bedeutet immer automatisch erstmal, wenn es nicht anders ausgezeichnet ist, 30. Und das nächste Merkmal an der Baustelle ist, ab jetzt zählen gelbe Markierungen. Ich denke mal, meine treuen Zuschauer wissen das, sagen, nee, natürlich, Digga, was denn sonst? Wir gucken immer fleißig deine Videos, sowas lernt man ja bei dir. Hm. Aber dann gibt es auch welche, die meine Videos nicht schauen und dann passiert Folgendes. Jetzt schaut ein Rückspiegel, sieht den Gegenverkehr auf sich zukommen, und denkt sich, naja, fahr ich mal lieber rüber. Leute, gelbe Markierungen heben die weißen Markierungen auf. Punkt aus. So, mit Daniel unterwegs. Und ja, wir und unsere Kreisverkehre. Ich weiß nicht, was es ist. Wir geben hier noch Lichthupe. Egal, wupp, man nimmt uns die Vorfahrt, bremst uns schön aus.
Was ist denn, wenn jetzt ein LKW hinter uns ist, der nicht die Möglichkeit hat auszuweichen und wir müssen so stark abbremsen? Dann donnert er uns doch hinten drauf, der LKW. Hab mal geguckt, wo ich da so hin muss. Massimo, Grüße gehen raus, mein Bester. Der Virgin Megastore. Was haben wir denn hier? Schallplatten und CDs und alles, was dazugehört. HMV, His Master's Voice, auch so ein Riesenmann. Mann, war ich damals stolz allein auf die Plastiktüte von dem... Ja. Ich hab doch gesagt, das wird heute ein Königstag. Heute wird ein Königstag. Dankeschön, Massimo, dafür. Für einen unglaublichen König. In der Kurve, Gegenverkehr auf die Linksabbiegerspur. Geil. Geil. Also es wird immer geiler. Es wird immer geiler. So. Der Audi scheint es ein bisschen eilig zu haben. Natürlich über die durchgezogene Linie in der Kurve. Okay, aus der Kurve raus. Aber trotzdem, fährt rüber. Und bringt unseren Motorradfahrer hier in einer ganz, ganz ekelhaften, brenzlichen Situation. Pfui, pfui. Weiter geht's. So, jetzt haben wir hier Samles. Samles, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben und ich spreche es jetzt richtig aus. Samles hat mir geschrieben, Digga, was würdest denn du hier machen? Ich weiß nicht, wie viel Grad es da draußen sind. Aber wenn ich jetzt das Wetter von gestern oder vorgestern mir anschaue, über 30 Grad, 35 Grad und du bist mit Moped unterwegs, volle Lederkluft und so weiter, habe ich, was jetzt Samles macht, muss ich so sagen, absolutes Verständnis. Ich würde sogar bisschen beiseite fahren, bisschen weiter rechts ranfahren, damit er hier durchkommt und aus dieser Hitze rauskommt. Es ist ja nicht so ein kleiner Rückstau, es ist ein großer Rückstau. Er macht es vorsichtig, schön vorsichtig, ballert auch nicht hier lang. Achtet hier drauf. Fährt jetzt in den Gegenverkehr rein, weil er sieht, okay, hier fährt ja sowieso keiner raus. Der Stau geht weiter. Der Stau geht weiter. Fuckt sich hier so langsam durch hier, dann fährt er über diesen Bereich, wo wir eigentlich nicht drüber dürfen. Dieser Bereich hier, der gepflasterte, ist eigentlich nur für Kraftfahrzeuge, die eine Überlänge haben, sprich Bus, LKW und so weiter. Und für die der Kreisverkehr ein bisschen zu klein ist. Wir als PKW-Fahrer, Kraftfahrer, aber auch als einspurige Krafträder, sprich Motorräder, dürfen eigentlich hier gar nicht drauf. So. Und wie wir sehen, der Stau geht irre weiter. Sogar hier geht er weiter. Hier machen sie sogar schon die Tür auf. Die sind jetzt ja schon im Kreisverkehr drin. Und wir sind hier eine Auffahrt früher. Heißt ja nicht, dass die hier alle partnerschaftlich sind und jeder Zweite, den der rein will, reinlässt im Kreisverkehr. Versteht ihr, was ich meine? Ah, ne, die warten nämlich hier auch übelst. Und der Stau geht ja übelst weiter. So, hat unsere Dashcam hier richtig gehandelt? Könnt ihr jetzt verstehen oder sagt ihr, nee, ich bin PKW-Fahrer und wenn ich hier stehe, hat er gefälligst auch hier drinnen zu stehen. Ich sag mal so, von der StVO ist es nicht erlaubt, aber es wird geduldet. Und sobald große Hitze ist, bin ich absolut dafür, ja, machen. Weil nichts ist ekelhafter, das war bei meiner Motorradausbildung auch so, nichts ist ekelhafter, als mit voller Kombi, mit Helm, nicht vorwärts, ohne Fahrtwind, dort zu stehen und die Sonne ballert von oben. Richtig ätzend. Schreibt ruhig mal in den Kommentaren, wie würdet ihr das sehen? So, bei uns geht's weiter mit Chris. So, wir haben den LKW schön überholt. Wir haben auch einen Sicherheitsabstand oder wir sind einen Sicherheitsabstand rausgefahren. Sehr gut. Fahren jetzt wieder rüber und ich bin mir sicher, dass der Chris beim Spurwechsel auch einen Schulterblick gemacht hat. Bin ich 100%ig. So, jetzt fahren wir weiter. Da geht sogar der Assistent an, piept, vielleicht ist er sogar auf die Bremse gegangen, weil er jetzt hier schön geschnitten hat, eng rum, weil er es einfach nicht auf der Tasche hat, wann man am besten auf der rechten Spur sein sollte, um gefahrenlos auf den Ausbildungsstreifen draufzukommen. Chris, wie findest du das? Bist nicht ganz dicht oder was? Muss ich dir recht geben? Anscheinend ist das nicht. So, wir bleiben bei Chris und wir fahren jetzt hier schöne Landstraße lang. Uns fällt auf, die Landstraße hat überhaupt keine Begrenzungslinien. Heißt also, jeder fährt schön rechts. Gut. Chris weiß das. Der Erste, der hier kommt, weiß das auch.
Aber er hier, der hat da schon so einen kleinen roten, ja, derjenige, aber braucht immer noch Platz. Ohne Ende. Ja, und zwingt so Chris jetzt hier auszubremsen. Ich frage mich, war er jetzt abgelenkt? Hashtag Handy. Oder hat er einfach seine Proportion nicht im Gefühl von seinem Auto? Hm? Also das ist schon, weil viele brauchen, es ist wirklich erstaunlich, viele oder einige, was ich sehe, brauchen wirklich Markierungen, um sich zu orientieren auf ihre eigene Spur. Alles gut. War nur ein Schrecken für Chris und puh. So, weiter geht's. Chris hat den Schrecken jetzt gut verarbeitet. So, wir fahren weiter. Achtet mal bitte auf den BMW auf der linken Seite. So, wir fahren, wir sollen jetzt eigentlich 40 fahren. Keine Ahnung. So, es wird einspurig in 200 Metern. So, wir können jetzt schon mal gucken, wie wir uns jetzt hier alle einreihen. Und Chris macht es eigentlich richtig. Mit dem Wissen, dass der BMW jetzt hinter uns ist, könnten wir jetzt ja Folgendes machen. Jetzt fährt er, dann hat er die Möglichkeit hier rüber und hinter uns hat die Möglichkeit, der BMW auf die rechte Spur rüber zu fahren. Das nennt man Reißverschlussverfahren. Ja, er weiß es, Chris weiß es. Ja, ratet mal, wer das nicht auf der Tasche hat. Kommt da noch hier dran geschossen? Der BMW muss über die Sperrfläche auch noch rüber. Drängt den Chris somit schön nach rechts. Und keine Möglichkeit, sich ordentlich einzuordnen, dieser BMW-Fahrer. Ich weiß nicht, was er vorhatte. Weil Chris, was soll denn Chris machen? Also der BMW-Fahrer kommt jetzt so dermaßen Dichte, so, ab jetzt hat er keine Chance, sich ordentlich einzureihen. Er muss jetzt hier rüber. Er muss jetzt rüber auf die Autobahn drauf. Ich denke, meistens Autobahn. Somit, wer jetzt von hinten kommt, hier auf dieser Spur, auf der rechten Spur ist, wird gezwungen, abzubremsen. Und dann noch ganz nach links ziehen. Ja. Also Chris, das ist... It's not your day. So, jetzt kommt für mich das Highlight des ganzen Clips. Und zwar GT Matze zeigt hier mal richtig, Entschuldigung für den Ausdruck, mal richtig Eier. Er hat Kacke gebaut und hat gesagt, pass auf, ich hab Kacke gebaut. Es ist halt so, ich werde mich da auch nicht verstecken, sondern die ganze YouTube-Welt soll sehen, was ich für eine Kacke gebaut habe. Aber so sympathisch, dass ich gesagt habe, geil, GT Matze, also nicht, was du gemacht hast und ich fühle mich auch geehrt. Wollen wir uns angucken? Alles klar, los. GT Matze und ja, komm, schaut's euch an. Oh, 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 und... Ich habe ihn voll vergehackt. Scheiße. Okay, das schicke ich zum Fahrlehrer. Also der Applaus ist jetzt nicht dafür da, was du gemacht hast, lieber GT Matze. Das war nämlich böse. Hier, kriegst auch. Du kriegst ihn auf jeden Fall. Aber du kriegst von mir Applaus, dass du die Eier hast und mir das Video zuschickst und sagst, ich hab Scheiße gebaut. Ja, graus das Video. Zeig der Welt, was ich da gemacht habe. Genau. Das schicke ich zum Fahrlehrer auf YouTube und dann hol ich mir diesmal die Königsmühle ab. Wenn jetzt der ein oder andere, das war ja extra gemacht, um hier im Video, nee, ich glaube auch den Matze, dass das aus Versehen war. Ja, so viel Menschenkenntnis habe ich, um zu sagen, das war nicht extra. Also Freunde, es ist jetzt kein Aufruf an euch, fahrt über die Sperrfläche, schickt mir das Video zu, ihr kommt auf jeden Fall bei mir ins Video. Nee, das ist die große Ausnahme, die ich hier mache. Bei GTA Matze, da bin ich mir absolut sicher, das war nicht mit Absicht, das war aus Versehen. Scheiße! Keine Kraftaufdrücke, bitte! Gesehen! Was, die spazierte Linie? Genau! Ah. Es geht weiter.
Alter, was soll der Mist? Ach Gott. Es ist ja nicht so, als ob ein Kilometer weit vor. Ah, und da haben wir ihn, den König! Gerne! Gerne! Yeah! Also Max ist mein Co-Moderator. Mein Co-Moderator für dieses Video. Sehr schön. So, jetzt sind wir bei Jane Luke, ihr wisst ja, ich konnte Aussprache. Und jetzt passiert aber Folgendes, das ist jetzt nicht ganz ohne. Achtet mal hier drauf, hier steht ein kleiner Junge, der jetzt gerne über die rote Ampel spazieren möchte. Er wartet, wie er es gelernt hat, grün. Hört mal. Und hier sagt der Beifahrer noch, Kind, gehen, nicht bummeln. Nicht zögerlich. Und dann das. Für mich absolut. Ah, ich krieg da so einen Hals. Ich krieg wirklich einen Hals. Sobald Kinder mit gefährdet werden und so weiter, sofort Führerschein weg. Dankeschön. Charakterlich überhaupt nicht geeignet, um ein Kraftfahrzeug zu steuern. Sag mal, hast du das gesehen? Hab ich. Was kann man da machen? Da nichts passiert ist, kannst du da gar nichts machen. Nein, da bin ich nicht so ganz. Also wenn man das Video jetzt als Beweismaterial verwenden möchte, man muss immer ein bisschen aufpassen, ne, mit eigenen Dashcam-Videos. Ich würde es versuchen, diesenjenigen irgendwie, wenn es geht, von der Straße zu holen. Das ist das Problem, zügig die Straße zu überqueren, verdammt nochmal. Wieso wird das den Kindern nicht mehr beigebracht? Pass auf, der dreht. Boah, voll die Putanik. Also er muss ja richtig über den Grünstreifen rüber. Ja, Freunde, wenden über durchgezogene Linie. Also wie macht man es richtig? Meine treuen Zuschauer wissen es haargenau. Entweder an dieser Ampel rechts oder links abbiegen. Dort eine Möglichkeit suchen zu wenden. Auf dem Parkplatz drauf oder rückwärts in der Einfahrt. Das Umkehren halt. Und dann wieder abbiegen und hier dann wieder zurückfahren. Aber sowas für eine Sekunde Weg sparen, weiß ich nicht. Radoslav, lange nicht mehr gesehen, darum Grüße gehen raus. Das Video geht auch sofort los. Ich mache nochmal ein Stück zurück. Wir gucken uns mal die Situation an. Rote Ampel, Stoppzeichen. Er fährt jetzt mal knallhart über Rot, um sich einzuordnen. Und er hinterher. Lernen am Modell. Naja, wenn der das macht, dann darf ich auch. Außerdem ist hier ein Stoppschild. Ich bin angehalten und habe geguckt. Ja, wir haben hier aber noch eine rote Ampel. Warum haben wir denn jetzt hier ein Stoppschild und eine rote Ampel? Heißt das, wenn wir grün haben, sollen wir es trotzdem nochmal stehen bleiben und gucken? Oder hebt das Schild die Ampel auf? Oder hä? Nein. Als erstes halten wir uns an die Ampel. Wenn die rot ist, bleiben wir stehen, bis es grün ist. Ja, warum gibt es dann das Stoppschild da drüber? Falls die Ampeln ausfallen, dann zählen für uns erst die Verkehrsschilder. Und er macht's genauso. Bleibt hier stehen, guckt, alles klar und fährt los. Rotlichtverstoß. Das wär's gewesen mit dem Führerschein. So, weiter geht's mit Radoslav und eindeutig, er nimmt uns die Vorfahrt, hier ist noch, und hier sieht man das auch, Vorfahrt gewähren. Wenn man jetzt denkt, man ist jetzt im Kreisverkehr, weil das ist ein kreisförmiger Verkehr, bedeutet also, dass es mit Schildern geregelt hier drinnen. Und die Schilder sagen, Vorfahrt gewähren. Er hat jetzt wahrscheinlich so das Denken, ja, im Kreisverkehr hat man ja generell immer Vorfahrt, also fahre ich mal. Und nimmt so Radoslav die Vorfahrt, obwohl er Vorfahrt hätte. Also achtet darauf. Ist es ein Kreisverkehr? Wenn ja, habt ihr automatisch Vorfahrt, wenn ihr drinne seid? Oder ist es ein kreisförmiger Verkehr? Dann wird es mit Schildern geregelt. So. Da ist eine Lücke. Bisschen knapp, aber trotzdem kann ich Radoslav die Vorfahrt nehmen. Mache ich einfach. Wenn diesen Gedanken zwei haben, er hier und er hier, ja, dann wird es ein bisschen problematisch. Also wird jetzt Radoslav zweimal die Vorfahrt genommen? Ich weiß gar nicht. Wird nur einmal oder zweimal die Vorfahrt genommen? Auf jeden Fall prügeln sich die beiden da rein. Hab ich auch noch, so habe ich das auch noch nie gesehen.
Aber weiter geht's. So, wir fahren in einer engen Straße rein. Normalerweise sage ich, du fährst jetzt hier schön, guckst du erstmal rein. Der Winkel ist aber so blöde. Jetzt kommt er hier reingefahren. So, jetzt kommt von da hinten ein Transporter. Der ist nicht klein, der Transporter. Trotzdem hat er jetzt das Hindernis auf seiner Seite. Radoslav ist jetzt in der Straße drinne. Wäre er jetzt hier gewesen, würde ihn Radoslav wahrscheinlich sehen und würde vorne am Fahrradschutzstreifen stehen bleiben, damit er rausfahren kann. Jetzt kommt Radoslav reingefahren und ihr habt gesehen, er kam von ganz hinten. Jetzt frage ich mich, warum nutzt er hier nicht diese Lücke, wo er jetzt hier dran vorbeifährt? Weil hinter Radoslav kommt noch jemand. So, jetzt bleibt er stehen, ist auch noch genervt und Radoslav muss jetzt hier rüberfahren. Er muss jetzt ausweichen, Radoslav, obwohl er Vorrang hat. Und er zeigt mir, fahr doch da rein. Und ich frage mich, warum fährst du nicht da rein, in deiner Lücke, hier. Warum fährst du hier nicht rein? So. Er macht's richtig, er wartet. Ne? So. Jetzt fährt Radoslav wieder raus. Wir gucken mal nach hinten. Oder er fährt schnell in die Lücke rein. Okay, alles klar. Jetzt gucken wir mal nach hinten. Genau dasselbe Problem. Hinter uns ist jetzt jemand, aber nein, er muss sich hier durchquetschen. Er muss jetzt hier, also ich verstehe es nicht. Warum besteht er jetzt auf sein Vorrangrecht? Obwohl er keinen Vorrang hat. Guckt er es an. Und in diese Lücke hätte er wunderbar reingepasst. Hier, in diese Lücke hier. Keine Ahnung. So, ihr Lieben, das war's gewesen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank. Und denkt dran, habt ihr tolle Dashcam-Videos oder Actioncam-Videos, die ich mir unbedingt anschauen soll? Hier unten in der Beschreibung ist die E-Mail-Adresse. Immer her damit mit diesem Material. Und ihr seht, ich nehme Autos, ich nehme LKWs, ich nehme Fahrräder, Motorräder, alles her. Das war er. Vielen, vielen Dank und gehabt euch wohl. Euer Fahrlehrer. Genießt das Wetter. Tschüss.